Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelisvagantist. Wir haben heute den 8. Januar 2018. Ich habe heute einen Text geschrieben, Begierdetaufe, Bluttaufe, Häresie, die Heilsnotwendigkeit der Wassertaufe. Darin geht es um die Frage, kann die Wassertaufe durch Bluttaufe oder Begierdetaufe ersetzt werden? Oder ist die Lehre von Bluttaufe und Begierdetaufe eine Häresie? Wie beantwortet man die Frage? Natürlich schaut man zuerst im Katechismus nach. Ich habe hier den Katechismus von einem der bekanntesten Katechismusautoren, und zwar von Joseph d'Arp. D'Arp schreibt sich D-E-H-A-R-B-E. D'Arp lebte von 1800 bis 1871, und auch nach seinem Tod wurde der D'Arp-Katechismus noch weiter bearbeitet und blieb praktisch bis 1955 Standard in Deutschland. Der D'Arp-Katechismus wurde auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Ich habe hier die zweisprachige Ausgabe von 1892 für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und da heißt es im Abschnitt über die Taufe, das erste und notwendigste Sakrament ist die Taufe, weil ohne die Taufe niemand selig werden kann. Die Taufe wird erteilt, indem man Wasser über das Haupt des Täuflings gießt und zugleich die Worte ausspricht: Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn die Wassertaufe unmöglich ist, so kann sie durch die Begierdetaufe und Bluttaufe ersetzt werden. Zweites Beispiel. Und zwar die katholische Moraltheologie von Heribert Jone, die siebte Auflage 1936. Jone war einer der bekanntesten Kirchenrechtler des 20. Jahrhunderts. Und der schreibt: Notwendig ist die Wassertaufe zur Erlangung der ewigen Glückseligkeit, wie das Mittel notwendig ist zur Erreichung des Zweckes. In Ausnahmefällen aber kann sie ersetzt werden durch die Bluttaufe oder die Begierdetaufe. Die Bluttaufe besteht darin, dass man für Christus den Tod erleidet. Die Begierdetaufe besteht in einem Akt der vollkommenen Liebe und vollkommenen Reue. Darin ist wenigstens irgendwie das Verlangen nach der Taufe eingeschlossen. Begierde und Bluttaufe aber prägen keinen unauslöschlichen Charakter ein. Es bleibt auch immer das Gebot bestehen, die Wassertaufe zu empfangen. Die Lehre von Begierdetaufe und Bluttaufe ist nicht neu. Man sieht zum Beispiel die Summa Theologica von Thomas von Aquin. Thomas von Aquin lebte im 13. Jahrhundert, und in der Tertia Pars, im dritten Teil der Summa Theologica, in der Questio, also in der Frage 66, beschäftigen sich die Artikel 11 und 12 mit Wassertaufe, Begierdetaufe und Bluttaufe. Und Thomas verweist auf noch viel ältere Autoren, wie zum Beispiel den heiligen Augustinus. Das Konzil von Trient war von 1545 bis 1563, hat sich sehr ausführlich mit der Frage nach der Rechtfertigung beschäftigt und lehrt ganz ausdrücklich als Dogma, dass die Rechtfertigung nicht möglich ist ohne die Taufe
oder das Verlangen danach. Sine lavacro regenerationis aut eos voto. Votum ist das Verlangen, votum baptismi, also das Verlangen nach der Taufe. Und das kann man sich zum Beispiel durchlesen in dem Enchiridion Symbolorum von Denzinger Schönmetzer. Konzil von Trient. Jeder Priester ist grundsätzlich verpflichtet zum Breviergebet und am 23. Januar wird der heiligen Märtyrin Emerenziana gedacht. Und da gibt es im Brevier einen kleinen Abschnitt, also eine kleine Biografie gewissermaßen, über die heilige Emerenziana. Und darin heißt es, Atuk catechumena proprio sanguine baptizata. Also sie war noch nicht getauft, sondern auch Katechumenin, Taufebewerberin, und wurde als Märtyrerin, indem sie für Christus ihr Blut vergossen hat, getauft. Das müsste also praktisch jeder katholische Priester kennen. Man kann natürlich sagen, muss ja nicht unbedingt alles historisch sein, was in den Biografien im Brevier steht. Das stimmt schon. Das muss nicht alles historisch sein. Aber es wird darin jedenfalls ganz ausdrücklich gesagt, da ist ein Mensch gerettet worden, der nicht die Wassertaufe empfangen hat. Und zwar, er wurde durch sein eigenes Blut, das er für Christus vergossen hat, getauft und damit gerettet. So, das Kirchenrecht, der Codex Juris Canonici, ist von 1917, hat auch bestimmte Aussagen zum kirchlichen Begräbnis. Und ich lese jetzt mal die deutsche Übersetzung von Heribert Jone, dem eben genannten Heribert Jone, vor, zu dem Kanon über die kirchliche Beerdigung, Kanon 1239, Paragraph 1. Ungetaufte dürfen nicht kirchlich beerdigt werden. Paragraph 2. Katechumenen, die ohne ihre Schuld, ohne Taufe sterben, müssen den Getauften gleichgeachtet werden. Paragraph 3. Alle Getauften müssen kirchlich beerdigt werden, sofern ihnen von Rechts wegen die kirchliche Beerdigung nicht aberkannt ist. Das ist das Kirchenrecht. Also auch Ungetaufte, wenn sie also sich taufen lassen wollten, aber zuvor gestorben sind, müssen kirchlich beerdigt werden. Man kann natürlich noch in den ganzen theologischen Standardwerken nachschauen, nur mal um ein paar Namen zu nennen. Da gibt es zum Beispiel das Buch von Tonqueray von 1930. Das ist die 22. Auflage. Oder von Franz Diekamp, absolutes Standardwerk, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das hier ist die 11. und 12. Auflage, bearbeitet von Jüssen, Claudius Jüssen, 1954. Dann gibt es auch Polegierens, die Dogmatik. Hier habe ich zum Beispiel die 9. Auflage von 1937. Oder Prem, Matthias Prem, die katholische Glaubenskunde von 1954. Also da findet man auch weitere Informationen, weitere Quellen zum Thema Bluttaufe, Begierdetaufe und das Verhältnis zur Wassertaufe. Insofern könnte man sagen, eigentlich doch alles völlig klar. Nur,
1947 trat ein Priester namens Leonard Feeney öffentlich mit seiner Meinung auf, dass die Wassertaufe durch nichts ersetzt werden könnte. Und er wurde deswegen vom Heiligen Offizium angemahnt und zurechtgewiesen. Und in dem Schreiben des Heiligen Offiziums an den Bischof von Boston wird dann auch das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche so erklärt, wie es die Kirche immer verstanden hat. Und wird auch das Trienter Konzil, was ich eben schon genannt habe, erwähnt. Aber Feeney blieb hartnäckig und statt zur Vernunft zu kommen, hat er dann das Heilige Offizium angeklagt, bei dem Papst Pius XII. Häresien verbreitet zu haben. Also das Heilige Offizium wäre heretisch und Pius XII. Hat Feeney dann exkommuniziert, 1953. Man kann, also der lateinische Text des Briefes an den Erzbischof von Boston, kann man sich auch im Danziger anschauen. Das sind dort die Nummern 3866 folgende, aber eben auf Latein. In der neuen Auflage vom Neuner Rost, Glaube der Kirche, jedenfalls ab der achten Auflage von 1971, ist dieser Brief des Heiligen Offiziums an den Erzbischof von Boston auch auf Deutsch zu finden. Nicht also in den alten Ausgaben vom Neuner Rost, also das hier ist zum Beispiel die Ausgabe von 1958, da findet man das nicht. Aber in der von 1991, da sind es also die Nummern 370, 71. Also insofern wurde die Sache dann nochmal bestätigt. Aber dann kam ja Vatikanum II, 1962 bis 1965. Und Feeney blieb die ganze Zeit exkommuniziert. Die Exkommunikation wurde nie aufgehoben. Und stattdessen erklärte das die Gruppe von Vatikanum II dann, dass die Exkommunikation von Feeney aufgehoben sei. Das ist natürlich nicht möglich. Also die Vatikanum II-Gruppe kann nicht eine katholische Exkommunikation aufheben. Ist ja klar. Ist ja ein völlig anderer Verein. Aber wie konnte das sein? Es sind nicht heutzutage Anhänger von Feeney Gegner von Vatikanum II? Oder kann man nicht auch sagen, also jeder, der Vatikanum II ablehnt, muss auch ein Anhänger von Feeney sein? Es gibt Leute, die das heute behaupten. Tatsache ist, Vatikanum II hat das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche geleugnet. Unitatis Rete Integratio, da heißt es ausdrücklich, nicht-katholische Gemeinschaften können Mittel des Heiles sein. Aber damit wurde natürlich auch die Lehre von der Begierdetaufe hinfällig. Das spielt ja eh alles keine Rolle mehr. Und dementsprechend, wenn man sich zum Beispiel hier dieses Buch anschaut, Lexikon der katholischen Dogmatik von Wolfgang Beinert, also V2, Ideologie, in geballter Form, da gibt es einen Artikel Begierdetaufe. Und da wird die Begierdetaufe auch als bloße theologische Hilfskonstruktion bezeichnet, die man eben in der Folge von Vatikanum II nicht mehr braucht. Und zur Erinnerung, Feeney hat das Heilige Offizium der Häresie bezichtigt, angeklagt, weil das Heilige Offizium die katholische Lehre wiederholt hat. Feeney konnte diesen Vorwurf mit gar nichts begründen. Hat er auch gar nicht, sondern hat es einfach nur gesagt, das Heilige Offizium ist heretisch. Punkt. Ist so. Ich, Feeney, sage das.
Und das ist der Geist der Rebellion und der Lüge. Und da fühlt sich so einer wie Fine natürlich wohl. Und Fine ist meines Wissens eben bis zu seinem Tod dann Mitglied der V2-Gruppe geblieben. Und zum Vergleich, die V2-Gruppe hat mich in einem öffentlichen Strafprozess als Heretiker verurteilt. Da habe ich natürlich gefragt, und welche Häresie habe ich denn angeblich verbreitet? Die Frage wurde nie beantwortet. Keiner konnte das. Ganz im Gegenteil. Ich konnte an vielen Texten beweisen, dass der Vorwurf der Häresie gegen mich völlig falsch ist. Nämlich, es wurde nur gesagt, ja, Vatikan II ist ein Dogma. Und weil Pater Lingen Vatikan II nicht als Dogma bezeichnet, ist er ein Heretiker. Also es stimmt zwar, ich bezeichne Vatikan II nicht als Dogma, das ist richtig. Aber Vatikan II ist nach deren eigenen Aussagen frei von Dogmen. Das haben damals Montini als sogenannter Paul der VI. Erzählt und zugegeben. Das hat Ratzinger ausdrücklich zugegeben. Und bei der Eröffnung durch Roncalli hat Roncalli, also Johannes den 23., hat Roncalli ausdrücklich gesagt, dass gar nichts mehr neu als Dogma verkündet werden sollte. Also, wenn ich sage, Vatikan II enthält keine, hat kein neues Dogma verkündet. Und insofern kann auch niemand, der Vatikan II nicht als Dogma bezeichnet, auch nicht als Heretiker verurteilt werden. Dann ist das nur richtig. Trotz und alledem wurde ich in einem öffentlichen Strafprozess als Heretiker verurteilt. Und das ist wieder der Geist von Vatikan II. Der Geist der Rebellion, der Geist der Lüge. Und wer heute zum Beispiel erzählt, die Vertreter von Begiedetaufe und Bluttaufe wären Heretiker, der handelt auch ganz im Geiste von Vatikan II.